Komm mal her, stell dich nicht so an, kümmere dich um deinen Job. Denn wenn der Rubel nicht mehr rollt, wird das mit uns ein Flop. Jetzt tu nicht so, jetzt hab dich nicht, das Leben ist so schön. Du brauchst nur zu parieren, dann darfst du mit mir shoppen gehen, ja. Na 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 na. Sie sind in absolut bluesfähigem Alter und spielen auch den Blues vom Niederrhein. Blue 66, so heißt die Band, um Holing Sven und Wolf Guitar. Und die begrüße ich heute hier bei Backstage. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend. Stimmt das wirklich, dass ihr euch beim Altherrenfußball kennengelernt habt? Da ist was dran. Aber beide früher schon in etlichen Formationen gespielt. Genau. Sozusagen richtig erfahrene Blueser. Waren kurz davor, die Sache schon so ad acta zu legen und zu sagen, okay, unsere Musikkarriere, die war schön und die ist zu Ende. Und als der Fußball uns dann wieder zusammengeführt hat, da wussten wir, das kann nicht sein. Ne? Und das Ganze auch noch mit treffendem Styling, ja? Das muss aber auch sein. Ne? Aber fürs Auge musst du natürlich auch dem Zuhörer etwas bieten. Es ist ja schon fast Blues in Schwarz-Weiß, ja? Ihr habt eine eigene CD produziert und zwar Blues in Schwarz-Rot-Gelb. Was kann die Platte? Ja, das Besondere an Blues in Schwarz-Rot-Gelb ist halt, dass auf dieser CD, das ist die zweite CD von uns, nur eigene Songs sind. Und nur mit deutschen Texten, also Blues und Deutsch. Viele sagen, das passt nicht zusammen, wir sehen das anders. Ich denke, das passt ganz gut zusammen. Und deswegen haben wir gesagt, weil wir jetzt nicht so übermäßig euphorisch, so nationalistisch geprägt sind, nennen wir das nicht Blues in Schwarz-Rot-Gold, sondern in Schwarz-Rot-Gelb, ne, um dem Ganzen so einen eigenen Touch zu verleihen. Ah, okay, verstehe. Ihr habt da drauf natürlich auch eine Liebesnummer, Ich lieb dich. Um wen geht's denn da? Ja, Victor von Bülow, alias Loriot, der hat mal gesagt, Männer und Frauen passen nicht zusammen. Das ist ja eine Aussage, die hat ja irgendwie eine gewisse Bedeutung. Und wir denken aber, das stimmt und gleichzeitig lieben sie sich aber doch. Ne? Mhm. Und darüber handelt eigentlich dieser Song mit dem Titel Ich lieb dich. Okay, dann würde ich sagen, das hören wir uns doch jetzt mal an, live im City Vision Studio. Komm, zick nicht rum, komm, zier dich nicht, du bist jetzt meine Frau. Und wer hier zu sagen hat, das weißt du ganz genau. Putzen, kochen, waschen gehört zu einer Frau. Wie der Nagel zu dem Sarg, auch das weißt du genau. Ja, ich lieb dich, ich lieb dich. Das ist jetzt Programm mit meiner Fernbedienung. Schalte ich dich an, ja, ich lieb dich, ich lieb dich. Du bist meine kleine Maus, doch bei einer Sendestörung schalte ich dich aus. Über 80 Coversongs habt ihr drauf, aber ihr seid ja keine reine Coverband, sondern ihr macht ja eigene Songs. Songs wie Sexy Falten, Lebenskarussell oder Arbeitslosenblues. Ja, wie kommt man eigentlich auf sowas? Also wir werden immer wieder auf den Konzerten angesprochen. Man sagt uns, das ist so klasse. Wir verstehen die Texte, die kommen gut rüber, sind ja auch manchmal, haben ja auch einen tiefergründigen Sinn. Wie ist es eigentlich dann auf den Konzerten? Summt dann auch schon mal die ein oder andere hübsche Rentnerin mit? Oder? Also das ist sowieso klasse. Das ist nicht nur die Rentnerin, das sind auch junge Frauen, aber man erlebt einfach unglaubliche Geschichten. Wir spielen zum anderen, unter anderem auch in verschiedenen Therapiezentren. Wir merken, dass das viele Menschen einfach den Alltag verdrängen lassen und für eine Stunde sich nur unserer Musik hingeben und einfach hervorragend mitgehen und völlig abschalten von dem, was drumherum ist. Da sind wir eigentlich schon beim Stichwort Alltag, Blues-Alltag. Das ist der nächste Song, den wir jetzt von euch live hören. Und im Grunde darum geht's doch auch, oder? Darum geht's. Dann würde ich sagen, hören wir uns den Song doch mal an von der Band Blues 66. Ich sage mal, kein Tag im Leben sollte für dich Alltag sein. Oh, kein Tag im Leben sollte wie der andere sein. Drum lausche und genieße und zieh dir heute Blues 66 rein. Alright. Musik.
Wie geht's denn jetzt bei euch weiter? An Aufhören denkt ihr doch gar nicht dran, oder? Überhaupt nicht. Das ist eben das Schöne. 66 wird angestrebt, dann die Zahl 77, die magische 88, wenn wir so gesund und fit bleiben, weil wir denken, mit dieser Musik auch nicht nur uns, sondern andere Menschen auch glücklich zu machen. Deswegen heißt es ja auch Blues 66. Ne? Das war also unsere erste Abmachung. Wir machen das Projekt mindestens weiter, bis wir 66 sind. Ne? Ja, und dann wollen wir eben verlängern. Okay, das heißt, ihr seid überhaupt noch gar nicht 66, sondern ihr seid noch so um die 49? Ja, genau. Hast du gut getippt. Das ist genau dazwischen. Nee, super. Ne, ganz gut eingeschätzt. Wann kann man euch denn das nächste Mal in der Nähe sehen? Ja, Ende Oktober sind wir noch unterwegs im Bergischen Land und in der Eifel. Und der nächste Termin in der Nähe, der ist in Neuss am Samstag, den 12. November. Und zwar im Fuchter Hof. Eine ganz tolle Adresse. Und alle weiteren Infos, die gibt es natürlich auf eurer Internetseite. Natürlich. www.blues-66.de. Und ihr könnt heute sogar die Platte von Blues 66 gewinnen. Und zwar schwarz-rot-gelb. Natürlich sind da auch die Songs drauf, die ihr eben gehört habt. Ja, und wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr eigentlich nur die Antwort auf folgende Frage wissen. Wie lange wollen wir beide auf jeden Fall zusammenspielen? Wenn ihr die wisst, dann schickt ihr die einfach an quiz@city-vision.de und mit ein bisschen Glück habt ihr die morgen im Briefkasten. Ich wünsche euch noch alles Gute. Danke auch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wie gewohnt, bei Backstage. Mit reichlich Herz und sehr viel Seele und zwischendurch einem kleinen Whisky und viel Gefühl.